Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disciples Liberation. Ich muss euch leider sagen, meine letzte Aufnahme war kaputt. Also die erste Folge, die Folge 29, die war heil und danach war alles kaputt. Das heißt, ich musste jetzt nochmal quasi meine komplette Aufnahmesession muss ich jetzt nochmal reproduzieren. Hab jetzt das nachgespielt, was wir in der ersten Folge, also in der Folge 29 gemacht haben, also in der ersten Folge der Aufnahmesession. Und jetzt werde ich, also es wird für mich nicht mehr neu sein, ja. werden wir das dann, oder werde ich das jetzt nochmal spielen mit euch? Ist ein bisschen doof natürlich. Aber gut, was soll ich machen? Gott sei Dank kann ich es reproduzieren und die Folgen sind nicht weg, ja. Ist zwar für mich jetzt gerade halt einfach ein bisschen mehr Arbeit und man macht es doppelt, aber besser als wenn der Inhalt komplett weg gewesen wäre, weil es nur automatische Speicherpunkte gibt oder sonst was, ne? Also Glück im Unglück und jetzt werden wir uns diesem Herrn hier widmen. Der Rauch vor dir führt dich auf eine kleine Lichtung. Von den Schatten aus beobachtest du einen Elementalisten des Heiligen Ordens des Schleiers, der sich die Hände über einem Feuer wärmt. Wir nähern uns natürlich erstmal friedlich. Es scheint dir nicht sonderlich viel auszumachen, dass du hier allein im Elfenland gestrandet bist. Ein Mann, der kein Leben mehr in sich hat, hat auch keine Angst mehr. Um das Feuer herum siehst du Waffen und verbrauchte Vorräte für eine größere Gruppe. Ich weiß, was du denkst, sie sind alle tot. Möge er sein heiliges Auge abwenden. Die Ausrüstung weist auf einen Spähtrupp hin, aber warum habt ihr euch da nicht versteckt? Da passt es nicht, dass ihr ein Feuer auf einem Berg der Elfen anzündet. Anfangs achteten wir darauf, dass uns niemand sieht. Wir wollten als Spähtrupp die Festung der Hochelfen auf Gehalterath finden. Eure Gruppe sollte also spionieren. Das hätten die Elfen als Kriegserklärung betrachtet. Obwohl wir mit den Elfen verbündet sind, herrscht schon immer ein unsichtbarer Krieg zwischen uns. Das weiß jeder. Ich sehe keine Leichen. Wir hatten Ärger. Erst die Überfälle, dann der Schneesturm. Wir haben uns nach Kräften gewehrt und dann waren wir gestrandet und verhungerten. Es dauerte Tage, wir hungerten und froren. Der Hohe Vater hatte uns verlassen. Wir trafen am Fuß des Berges einen Elfen, der uns zu dir schickte. Geh davon aus, dass er deinen Tod will. Nach allem, was ich gesehen, was ich getan habe, bete ich selbst um meinen Tod. Du bist allein auf dem Gehalterath und das fast ohne Vorräte. Du wirst verhungern, erschossen werden oder erfrieren. Wir saßen in der Falle, waren hungrig und hatten Angst. In diesem Wahn fielen wir übereinander her. Du hast sie getötet, um sie zu überleben. Aber dann war ich allein, kein Essen. Der Schneesturm ging weiter, aber mein Hunger? Nach allem, was ich getan habe, kann ich nicht zurück zum Schleier. Sie würden mich als geläutert brandmarken oder mich auf den Weg schicken. Ich hatte die Option genommen, einfach aus Jux und Tollerei, ja? Was reicht, wenn das der Schleier herausfindet, töten sie dich und danach wartet noch der Hohe Vater. Ich kann nicht damit leben, aber ich bin zu feige, mir selbst das Leben zu nehmen. Ja, dann machen wir das halt. Also, in meinem ersten Spieldurchlauf hatte ich eine andere Antwort genommen. Aber jetzt wollte ich ihn einfach mal töten. So. Wir wollen ja auch ein bisschen den Elfen schmeicheln, ne? Dann gib alles, Soldat. Vielleicht kannst du dich mit einem letzten guten Gefecht in den Augen der Götter reinwaschen. So, wir sind bereit. Ach, die standen hier ja so gut. Ja, ja. Du gehst schon mal los. Ich glaube, näher erstmal noch nicht. Abi zieht auch schon mal los. Hab den Feind im Visier. Ich jage. Aua.
So, und Baktal. Wir werden ihr Blut verdienen. Dann sollten wir die alle hier schon mal treffen. Jo. Möge dein Blut dick sein. Der Pala. Truppen, sammeln. Ich rufe seinen heiligen Zorn. Wehre den Feind ab. Und Eamar kann auch gleich loslegen hier. Das wird ein Spaß. Ja, das wird ein Spaß, das stimmt. So hätten wir vier, so auch. Will nicht mit drin sein, also machen wir es so. Tod, Wiedergeburt, Verkehrtod. Orisandre. Gehen mal hier Vater, hin. Leite mich. Sollte sie trotzdem noch an den hier rankommen. Ah, sogar an den. Nee, gehen wir auf den. Der Dunkelheit. Der Zorn begleitet mich. Mhm. Mal so kriegen wir auch nochmal drei rein. Die stehen so schön zusammen. Wir stehen natürlich auch immer sehr schön zusammen für solche Flächenzauber. Gebe ich ja gerne zu. Du halt Smarvi. Für den Hohen Vater. Ich nehme jetzt übrigens also das nochmal auf einen Tag später. Weil ich war gestern ein bisschen frustriert. Als ich dann gesehen habe, dass die Folgen alle kaputt sind. Brennen. Sorry, Baktal. Die Götter folgen unserem Befehl. Aber er brennt ja nicht, das ist schon mal etwas. Zermürb den Feind. Ruhm! Aua. Möge dein Blut dick sein. Hier halten wir die Stellung. Spür seinen Zorn. Verdientes Blut. Fleisch ist ein Gefängnis. Spüre seine heilige Hand. Okay, der Sammel. Der Zorn begleitet mich. Ja, dann haben wir ja Glück. Avi macht mal den hier kaputt. Bereue später, handle jetzt. Das wird schmerzhaft. Rion geht auf diese Dame. Es war klar, dass sie auf Baktal geht. Verfolge den Feind. Er kann sich jetzt nicht bewegen, was überhaupt nicht schlimm ist, denn Schmerz ist Feuer. Wir töten hier einmal. Ruhm! Und wir hauen hier einmal drauf. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Ich zeichne dich mit seinen Worten. Ich kapituliere niemals. Eamar. Geh mal dahin, dann können wir schon mal den Elementalisten da an. Knochen sind zum Zermalmen da. Orisandre, du musst mal ein bisschen heilen. Ich folge seinem Licht. Das Leiden muss enden. Das war eine interessante Kette. Aber gut, wenn solange es funktioniert, ist ja alles gut. Wir gehen einfach schon mal auf ihn hier. Du wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. So, die Dame greift ihn an, bei den anderen kommt sie nicht ran. Für die Ehre. Ach, spüre seine heilige Hand. Also den Todesgriff.
Ben. Aua. Für den Hohen Vater. Kommt Orion ran. Er läuft aber durch das Verwirrtfeld. Na gut. Noch sieht man mich. Er ist aber nicht verwirrt. Spür den Biss meiner Klinge. Ah, wie. So, einmal die Heimsuchung. Wir haben's. Er kämpfte so gut, wie ein Mann es in seiner Lage kann. Bald wird ihn der Schnee bedecken, der Wind wird sein Feuer auspusten und die Schrecken, die er erleiden musste, werden im Eis des Berges gefangen sein. So, wir sammeln natürlich den ganzen Loot hier drumherum ein. Und dann interagieren wir mal mit diesem Torweg. Hier ist ein Kampf mit 3 Stufe 35 Herren. Den möchte ich noch nicht angehen. Der ist mir ein bisschen zu hochlevelig. Und dann hatte ich tatsächlich in der letzten Aufnahmesession einen kleinen Ort vergessen. Den habe ich gerade jetzt erst entdeckt. Und zwar hier oben müssen wir noch einmal kämpfen. Das sind ja Storykämpfe, deswegen können wir die nicht überspringen. Und das machen wir jetzt einfach mal. Oh, das ist eine doofe Map. Ich lasse die alle herkommen. Wenn sie mich denn lassen. Aber diese Engstelle hier ist doof. Bin unterwegs. Meine Klingen sind scharf. Ja, dann kann ja Bakter loslegen, ne? Möge dein Blut dick sein. Verdientes Blut. Und der Parler auch. Ich zeichne dich mit seinen Worten. Er mal wartet. Der wartet auch. Ich bewege mich mit den Jahreszeiten. Friere. Okay, jetzt müssen wir uns ja bewegen. Es wird keiner Verdacht schöpfen. Das wird schmerzhaft. Avi kommt da bestimmt nicht hin, ja. Nehmen wir einmal das. Das haut ganz schön rein. Mit leisen Schritten. Galeon sieht zu. In den Kampf. Sterbt schnell. Jammer. Das wird ein Spaß. Ja, nee, das geht nicht. Das heißt, wir machen ganz normal die Knochen stacheln. Wer bist du? So, ich muss einmal ganz kurz eine mini kleine Pause machen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Ich musste nur mal kurz meine Nase befreien. Denn das Atmen wurde schon ein bisschen schwer beim Sprechen. Ich will erstmal diese Dürade noch ausschalten. Das Leiden muss enden. Wandle in damit die bloß nicht heilen kann. Auf in den Kampf. Jan steht da so kacke. Brenne. Für den Hohen Vater.
Der Winter kommt. Bei Galeans kaltem Herzen. So. Spür den Biss der Schlange. Nimm mal hier die Leute raus. Das wird schmerzhaft. Bereue später, handle jetzt. Und Abby macht hier schon mal den Weg frei. Die geht mal dorthin. Galorian mag. Wir werden ihr Blut verdienen. Lauf schon mal dorthin. Ich gehe. Der Pala. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Läuft auch schon mal los. Stirb doch einfach. Machen wir mal so. Und so. Fleisch ist ein Gefängnis. Das sind halt auch diese Steine, ne? Die blockieren halt auch einen Platz. Das ist ein. Also. Ja, ich weiß, warum sie es macht, aber es ist trotzdem für mich jetzt gerade als Spieler ein bisschen nervig. Hinfort, Bestie der Dunkelheit. Ich gehe. Spüre seine heilige Hand. Selbst das Licht sehnt sich nach Dunkelheit. Ich glaube, die Dyrade kriegen wir nicht down. Für den Hohen Vater. Nee, so weit kann der nicht. Oh, er kann so weit. Brenne. Aber es reicht trotzdem nicht. Wir sind der letzte Winter. Kein Feuer kann mich aufhalten. Das mache ich. Lass ich irgendwen machen, der dann nicht durch dieses Feld laufen Los muss. Los geht's! Wir brauchen ja nicht unnötig Schaden nehmen, ne? Okay, ab zum Obelisken. Am Fuß der Korridell siehst du da die seltsamen Sigille, die den ähneln, die du in Ilian sahst. Als du dich näherst, beginnen sie zu leuchten. Dann haben wir das hier alles. Und dann bin ich hier in die alte Waffenkammer gegangen. Mal sehen. Ich sehe schon, wir sind jetzt durch diesen einen Kampf extra schon bei 18 Minuten. Vielleicht werden die Folgen, ihr habt es ja nicht gesehen, die kaputten, die werden anscheinend nicht mehr gleich werden. Aber ist auch nicht so schlimm. Solange der Inhalt gespielt wird, den ich gespielt habe, ist es ja auch egal, in welcher Reihenfolge und in welcher Folge. Ne? Gehen wir erstmal hier lang. Denn hier ist eine Tür, die wir öffnen können. Und hier hinter befindet sich wieder eine Träne. Um den Edelstein herum wirbelt ein seltsam anderweltliches Licht. Du spürst Verachtung. Das Juwel nehmen. Du wickelst das seltsame Juwel in ein Tuch, wobei du vermeidest, es mit deiner Haut zu berühren. Plötzlich wirst du von Gehässigkeit überwältigt. Du spürst, wie deine Hand deinem Feind das schlagende Herz herausreißt. Du lachst über sein Leid. Das Weinen seiner Geliebten ist dir ein Schlaflied. Und dann nichts. Dies ist eine Träne, vergossen von Wotan, dem Gott des verlorenen Volkes der Zwerge. Irgendwie fühle ich ihn. Okay, dann haben wir das hier. Und dann gehen wir mal weiter hier in... Hier ist eine Schmiede. In diese Waffenkammer. Ich glaube, das waren alles Kämpfe, die wir überspringen konnten. Ja. Hier haben wir so ein paar Anhaltspunkte, was uns hier erwarten könnte. Noch eine Truhe.
Und eine Schatzkiste. Ich weiß auch, dass ich in einer Folge in Ilian war. Aber ich glaube, das machen wir nicht jetzt. Ich hatte nämlich ursprünglich den Paladin verloren. Jetzt lebt er halt noch. Deswegen sehe ich gerade noch keine Notwendigkeit. Dann gehen wir mal hier lang. Da liegt der Frühjahrneck. Die gewaltige Gestalt schaut dich durch die trostlose Finsternis an. Ihr Atem erfüllt die Luft mit einem beißenden Gestank von Verwesung. Welch Enttäuschung! Zwerge und Elfen sind eine absolute Delikatesse, aber das Fleisch der Eisernen interessiert mich nicht. Warum nähert sich das kleine Wesen, wenn nicht, um mich zu füttern? Ich habe noch nie etwas wie dich gesehen. Bist du eine Art Rache? Vielleicht ist die Erinnerung des kleinen Wesens ein Defekt. Sieht es denn nicht Vergangenheit und Zukunft gleichzeitig? Weiß es denn nicht, dass wir nur eine Speiche eines Rades sind? Okay, wir gehen mal. Endlich war ich noch auf der Durchreise. Tu einfach so, als hättest du mich nicht gesehen. Also kämpfen gegen den müssen wir jetzt nicht unbedingt. Also jetzt noch nicht, vielleicht irgendwann mal. So, die dürfen wir auch besiegen. Ist eine Schatzkiste, aber hier ist jemand, mit dem wir sprechen können. Aus der dicht gedrängten Gruppe Elfen, die sich in der Höhle versteckt, tritt ein Anführer. Ihr habt keinen Anspruch auf diese Höhle. Wer seid ihr? Ich bin nicht hier, um Ansprüche auf etwas zu stellen. Elf, entspann dich. Und wie so oft gilt auch hier, sag einem Elfen, er soll sich entspannen und er wird noch angespannter. Wie kommen deine Leute überhaupt hierher? Der Weg so weit ins Innere ist gefährlich, sogar für mich. Das Leben in den Bergen ist hart. Wir suchen Zuflucht vor dem Schneesturm. Dann erwachte der Drache Krüjaneck. Ihr habt kaum mehr Vorräte. Seht aus, als würdet ihr verhungern. Das ist kein sonderlich tolles Zuhause hier. Es ist besser, hier zu verhungern, als den Hochelfen zu dienen oder den ständigen Schneestürmen der Weißlande ausgesetzt zu sein. Deine Leute sind verletzt. Euch geht das Essen aus. Und hier wimmelt es vor Gefahren. Sei ein Anführer und führe sie weg von hier. Und wo sollen wir hin? Wir sterben lieber, als mit den Hochelfen zu leben. Und ich sterbe lieber hier, als mich vom Drachen fressen zu lassen. Ich will sie für Ilian haben. Ilian ist eine Zuflucht für alle, die ein Zuhause suchen. Die Lösung ist ganz einfach. Kommt zu uns. Wir werden euch mit offenen Armen aufnehmen. Wir haben gehört, dass man euch vertrauen kann. Nun denn, wir werden diese Höhle hinter uns lassen und die Engelstadt aufsuchen. Aufgrund der Spannung zwischen den Völkern ist es lange her, dass uns jemand Güte erwiesen hat. Danke. Verod führt sein Volk pflichtbewusst aus seiner türkischen Zuflucht in die Höhlen. Gerade denkst du dir, dass sie es tatsächlich schaffen könnten, als du Schreie hörst, dann knurren, beißen, zerfetzen und verdauen. Der Drache hat gespeist. Ja, voll bitter. Ich wollte die wirklich haben. Und ich wollte jetzt nicht eine andere Antwort geben, als ich es getan habe, denn die Entscheidung habe ich nun mal gefällt. Aber voll bitter. Ach nee, wir müssen ja hier hinten lang, ne? Das andere war eine Sackgasse. So, dann geht's hier weiter. Eindringling, ihr fallt in das Land von Rhi und Orr ein. Wie oft müssen wir es noch sagen? Wir wollen reden, nicht kämpfen. Ja. Wie viele Male haben wir das schon gehört? Wie viele Lügen müssen wir noch ertragen? Und natürlich sofort ein Kampf. Den starten wir dann nochmal.
Es klingt immer noch wie ein Drache in der zweiten Reihe, aber es ist nicht so. Na gut. Die wollte ich kommen lassen, wenn sie dann so gnädig sind. Ja, er zumindest, ja. Oh, Orion könnte uns gerade mal abnippeln. Der kalte Tod kommt. Das ist der Sitz unserer Ahnung. Der Kampf verdichtet sich. Flink. Der Kampf verdichtet sich. Gilead Mooren. So, der Pala ist dran. Heute ist ein guter Tag zum Kämpfen. Heute stirbst du. Ich rücke aus. Spürt die gebündelte Macht der Elfen. Also, ich wollte gerade sagen, warum ist Bakhtal noch nicht dran? Aber die wurden ja alle von dem Gefroren getroffen und dann sinkt die Inni einfach hoch. Ich wollte mich mit WSD bewegen. Du wirst geläutert. Ich lege hier mal los. Beim Zorn des Hohen Vaters. Für den Hohen Vater. Du wagst es, ich will jetzt den Pala nicht extra nochmal verlieren, weil das mal so war. Okay, da kommt sie nicht weit. Kann sie denn wenigstens heilen? Kann sie. Für die Ehre. Machen wir das wir mal so. Ein fleischgewordener Zorn. Kein Feuer kann mich aufhalten. Wir sind der letzte Winter. So, Bakhtal. Dieser Tag wird ruhmreich. Ja. Schmerz ist Feuer. Seine Nova ist einfach so unschlagbar gut. Das wird ein Spaß. Decidus Heulentod. Ah, der kommt leider nirgendwo ran. Schade. Und Avi haben wir noch. Ich gehe schon. Ich kann mal hier. Du gehörst den bisschen debuffen. Weggetreten. Die halten ganz schön viel aus. Vielleicht kriegen wir den ja jetzt schon kaputt. Das wäre ganz gut. Sehr schön. Der Tod folgt dem Kampf auf dem Fuße. Vater, führe meine Klinge. Der müsste jetzt eigentlich sterben. Ach, wir dürfen ja zweimal hauen. Der stirbt, der blutet und alles. Ich rufe seinen heiligen Gehen wir noch Zorn. Auf den hier. Vernichte diese Unreinheit. So, Coruscandre. Da kommt sie ja nicht du ran. Du wirst nee. Geläutert. Komm ich schon an den Dyraden ran oder an die Dyrade? Du ja. wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. Oh, ich hätte den jetzt noch ein bisschen besser setzen können. Auf in den Kampf. Denn, guck mal, so kann man nämlich alle drei treffen. Fleischgewordener Zorn. Verdientes Blut. Ach, hau einfach Schmerz drauf. Ist Feuer. Es könnte reichen, um die Dyrade durch Brandschaden, ja, zu töten. Perfekt. Avi, da sind noch mehr. Ja, und ich habe gesagt, weg hier. Es sind zu viele. Rückzug, Rückzug.
Ja, da geht's erstmal für uns nicht lang. Wir werden uns in der nächsten Folge einen anderen Weg suchen müssen. Jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.